Was geht ab, Leute, und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir und damit zu einem neuen Uncut Talk. Jede Woche Samstag nehme ich mein Handy in die Hand und spreche in die Kamera, weil wir uns am Samstag vor allem um das eigene Mindset kümmern. Das mit Abstand Wichtigste, wenn es um das Investieren in Kryptowährungen geht und nicht nur um das Investieren, sondern allgemein im Leben. Denn 80%, was wir erleben, basiert auf unserem Mindset, 20% nur auf unserem Können. Und die meisten Menschen da draußen, gerade in diesem Space, in dem wir uns hier bewegen, wollen sich gar nicht hier oben drauf fokussieren, weil halt das Geld sehr, sehr schnell und sehr, sehr einfach verdient werden kann. Es ist oftmals gar keine harte Arbeit notwendig, um hier ein Vermögen aufzubauen. Und das ist das Fatale an diesem Markt. Weil wenn man viel, viel Geld verdient, sich aber nicht um hier oben kümmert, dann wird man sehr, sehr schnell das Ganze auch wieder verlieren. Bei Meme-Coins ist es oftmals so, dass man ohne Können, einfach nur durch Glück, sehr, sehr viel Geld verdienen kann. Genauso durch ein anderes Investment. Man war zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und hatte die richtigen Informationen und hat die Entscheidung getroffen, in etwas zu investieren. Und das Ding ist gemoot. Und man hat dadurch life-changing Money gemacht. Wenn man hier oben nicht so weit ist und diese Person überhaupt geworden ist in der Zeit, die dieses Geld halten kann, dann wird man oftmals alles verlieren. Und meistens sogar noch schlechter dastehen, als man vorher dastand. Weil, ich gebe dir zwei Beispiele. Du hast auf der einen Seite einen Lotto-Millionär und auf der anderen Seite hast du einen Self-Made-Millionär. Ein Lotto-Millionär hat seine Million aus Glück heraus verdient. Und wenn du dir jetzt einfach mal einen Lotto-Millionär vorstellst, was sind die Ziele, was sind die Wünsche, die in dieser Person auf einmal vorkommen? Autos, Häuser, Reisen, shoppen, Geld ausgeben, das Geld ist da, wir müssen uns um nichts mehr Sorgen machen und so weiter. Und man lebt einfach über die eigenen Verhältnisse. Und was passiert? Nach 3 bis 5 Jahren sind diese Menschen oftmals verschuldeter, als sie vorher noch gewesen sind. Und es gibt Studien dazu. Googelt es gerne. Es gibt Studien, die belegen, dass Lotto-Millionäre nach 3 bis 5 Jahren oftmals verschuldeter sind, als sie vorher noch gewesen sind. Auf der anderen Seite haben wir jetzt Self-Made-Millionäre. Menschen, die aus eigener Arbeit sich Millionen aufgebaut haben oder ein Vermögen aufgebaut haben. Diese Menschen verlieren aufgrund einer schlechten Entscheidung, aufgrund von wirtschaftlichen Verhältnissen, aufgrund von Geschäftspartnern, was auch immer, alles. Nach kürzester Zeit sind diese Menschen wieder dort, wo sie vorher gewesen sind und vielleicht und wahrscheinlich auch viel, 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 viel weiter. Weil man aus dieser Situation, aus diesem Fehler, den man gemacht hat, gelernt hat. Da habe ich im letzten Uncut Talk auch drüber gesprochen. Fehler sind die größten Helfer. Und diese Menschen nutzen diese Niederlage, um besser zu werden, um danach viel, viel weiter voranzukommen, als sie noch davor gewesen sind. Man ist Millionär, man verliert 1 Million. Und wenn man das richtige Mindset hat und die richtige Persönlichkeit aufgebaut hat, dann macht man danach 2, 3, 4, 5 oder 10 Millionen, weil man daraus ein Learning gezogen hat. Auf der anderen Seite haben wir die Lotto-Millionäre, die alles verlieren und danach nie wieder an diesen Punkt kommen werden, weil sie nicht wissen, wie das Ganze funktioniert, weil sie nicht zu dieser Person geworden sind, die man sein muss, um überhaupt diese Million zu haben. Und wenn man sie hat, dann konnte man sie nicht halten. Denn finanzielle Freiheit entsteht nicht durch Geld verdienen. Jeder von uns kann unzählige Summen am Tag verdienen. Wahrer Reichtum kommt von Halten. Wohlstand kommt von Halten. Und Menschen, die diese Lotto-Millionäre sind, dieses Mindset der Lotto-Millionäre besitzen, die können kein Geld halten. Die wollen das Geld einfach nur rausschmeißen und können damit nicht umgehen. Man kann es ihnen auch nicht nachsagen, denn wir lernen das Ganze leider nicht in der Schule. Wir lernen in der Schule, wie wir brav Angestellte sind. Wir lernen in der Schule, wie wir uns unterordnen und wie wir einfach für jemand anderen etwas machen, aber nicht für uns selbst. Nach der Schule beginnt aber erst das richtige Lernen. Und die meisten Leute hören nach der Schule auf zu lernen. Aber Lernen ist das Wichtigste. Man muss immer ein Schüler des Lebens sein. Weil das Leben gibt einem jeden Tag immer neue Learnings, immer neue Aufgaben. Und auch ich hatte super viele Niederlagen in der Vergangenheit erleben müssen. Super viele. Wo sehr, sehr viele sehr wahrscheinlich auch aufgegeben hätten. Aber ich habe weitergemacht. Und wusste, das ist nur temporär. Und ich kann aus dieser Situation massiv viel lernen.
Erst gestern habe ich in ein Projekt investiert, was sich am Ende als Scam rausgestellt hat. So, ist passiert. Jetzt kann ich mich darüber ärgern und meinen Tag, meine Zeit dafür aufwenden. Oder ich nehme es hin und weiß einfach, gut, es ist passiert. Es ist halt der Crypto-Space. Es ist der Markt, für den ich mich entschieden habe. Dass so etwas mal passiert, ist ganz normal. Dass das Risiko eingegangen werden muss, um diese massiven Profits machen zu können, von denen ja jeder träumt, 100x, 1000x und so weiter, aus dem Tausender eine Million zu machen. Um das zu haben, muss man Risiken eingehen. Und das sind sehr, sehr viele Leute nicht bereit. Und viele gehen mit diesem Risiko oder viele gehen mit diesem Wissen und mit diesem Gedanken in so etwas rein. Hey, ich bin jetzt emotional attached zu Geld. Ich bin emotional attached zu diesem Investment. Und man geht mit einer Erwartungshaltung da rein, dass man sich sagt, hey, das Investment verschafft mir jetzt den finanziellen Reichtum. Wenn man das Ganze aber mit Humor nimmt, dann kommt man wesentlich weiter. Wir haben gestern im Diamond Discord, einige sind ebenfalls in das Projekt mit reingegangen, so haben wir auch Späße gemacht darüber. Ja, boah, wenn das Ding die X und so weiter macht. Und habe auch gesagt, ey, wir wollen den Tag vor dem Abend nicht loben. Und haben den Chart gesehen, er ging immer weiter nach oben. Wir haben die Sales gesehen und dann wollte man verkaufen. Es ging nicht. Es ging nicht. So, und ich habe es übelst gefeiert. Und an der Stelle Props und Grüße an alle Diamond Tier Patreons. Ja, ich habe es übelst gefeiert, dieses Mindset da drin zu sehen. Ja, passiert. Es ist Krypto. Es ist Krypto. Wir haben uns für das entschieden. Weiter geht's. Weiter geht's. Die nächsten Investments kommen. Und die holen das alles wieder rein. Weil man mit diesem Wissen einfach durchgeht und durchs Leben geht und immer weiter vorankommen möchte und immer besser werden will. Und die Message, die ich eigentlich hier mit diesem Anker-Talk mitgeben wollte, war nicht das, worüber ich jetzt gesprochen habe. Aber ich bin mir zu 100% sicher, dass du jetzt schon einiges an Mehrwert mitnehmen konntest. Und falls du es noch nicht gemacht hast, auf jeden Fall schon mal auf den Daumen nach oben drücken, wenn dir dieser Content gefällt und wenn er dir einen Mehrwert gibt. Was ich dir für dieses Wochenende mitgeben möchte, oder auch allgemein für dein Leben, ist es, dass du eine Entscheidung triffst. Denn nur so kannst du erfolgreich werden. Sei es beim Investieren, sei es im Leben, sei es im Business, sei es in einer Beziehung. Du musst eine Entscheidung treffen. Und das Wort Entscheidung besteht aus zwei Komponenten. Entscheidung. Du musst dich von etwas scheiden, trennen, um etwas anderes haben zu können. Und wenn wir das Ganze aufs Leben beziehen, musst du dich, um andere Dinge zu erreichen und andere Dinge zu erleben, von der Person scheiden, die du gewesen bist. Die du bis heute gewesen bist. Wenn du aktuell 1.600 Euro im Monat verdienst und du willst 10.000 Euro im Monat verdienen, 20.000, 50.000 Euro im Monat verdienen, dann musst du dich von der Person verabschieden, die du bist, die nur 1.600 Euro verdient. Denn wenn du diese Dinge tust, die diese Person macht, so denkst, wie diese Person denkt, wirst du weiterhin nur 1.600 Euro verdienen. Wenn du aber anfängst, wie eine Person zu denken, die fünfstellig verdient, sechsstellig verdient, siebenstellig verdient, dann wirst du auch andere Ergebnisse erzielen. Anders geht's nicht. Weil wenn du so leben könntest, wie du bisher lebst, dann hättest du dieses Geld doch schon. Das heißt, du musst zu einer anderen Person werden. Du musst nicht nur eine andere Person sein, du musst eine andere Person werden. Und du musst dir die Verhaltensweisen annehmen, die Denkweisen annehmen, die Denkmuster annehmen von erfolgreichen Personen. Und mit diesen Videos möchte ich dir auch meine persönlichen Denkmuster mitgeben, damit du anders mit diesen Investitionen umgehst, damit du anders in deinem Leben agierst, damit du andere Erfahrungen machst, andere Erlebnisse machst und einen besseren Output in deinem Leben verspürst und in allen Lebensbereichen mehr Erfolg hast. Das ist mein Ziel hier. So, und du musst wirklich dich von deinem alten Ich trennen, um andere Ergebnisse zu erzielen. Wenn du in diesem Markt erfolgreich werden willst, dann musst du bereit sein, Risiken einzugehen. Wenn du in diesem Markt erfolgreich sein willst, dann musst du Erfahrungen machen. Risiken eingehen, Erfahrungen machen, Fehler machen, bereit sein zu verlieren, um alles zu gewinnen. Du musst bereit dazu sein, anders an diese Dinge ranzugehen. Es ist schwierig, ja.
Gerade weil man sich denkt, okay, das Ganze geht nur nach oben. Ja, langfristig geht es nur nach oben. Aber wenn du das Maximum hier rausholen möchtest, musst du auch bereit sein, das Maximum dafür zu riskieren. Und dazu sind die meisten Leute nicht bereit. Die meisten Leute wollen nicht an ihren Zielen arbeiten, haben erstmal gar keine Ziele. Leute, die meisten Leute gehen durchs Leben, haben keine Ziele. Finde ich absolut schrecklich. Schlimm. Wenn man einen Menschen fragt, was sind deine Ziele im Leben? Ja, keine Ahnung. Mein Ziel ist, am Wochenende zu verreisen. Wohin? Ja, Campingplatz. Mein Ziel ist, heute Abend einen Film zu gucken. Kurzfristig nur zu denken und einfach nur ans nächste Wochenende zu denken. Einfach nur an heute Abend zu denken. Aber nicht an morgen oder nächsten Monat oder nächstes Jahr. Und wenn du dir mal selbst die Frage stellst, wo siehst du dich selbst in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 20 Jahren, kannst du diese Frage beantworten. Als mir damals das allererste Mal diese Frage gestellt worden ist, vor über 7 Jahren, konnte ich diese Frage nicht beantworten. Ich konnte diese Frage nicht beantworten, weil sie mir zum allerersten Mal gestellt worden ist. Wo siehst du dich in 5 Jahren? Und das war für mich ein so heftiger Reality-Slap, als ob mir eine Faust ins Gesicht gegeben worden ist und gesagt, hey, du bist nicht conscious, du bist nicht bewusst über dein eigenes Leben. Du weißt nicht, wo du hin möchtest. Und ich habe angefangen, mir darüber Gedanken zu machen, wo möchte ich hin? Was möchte ich erreichen? Und ich habe gelernt, große Ziele zu haben. Und dass große Ziele zu haben nicht unbedingt schlecht ist. Dass Ziele erst dann groß genug sind, wenn andere um dich herum sagen, das ist viel zu krass. Träum mal ein bisschen weiter. Als ich das erste Mal was mit Kryptos gemacht habe, habe ich selbst von meiner Familie gehört, na, bist du schon Millionär? Bist du schon Millionär? Funktioniert dein komisches Internetgeld? Ist schon einige Jahre her. Aber heutzutage ist es nicht mehr der Fall. Aber damals, als das noch komplett neu war, waren die Meinungen ganz, ganz anders. Und das ist vollkommen normal. Wenn du einen anderen Weg gehen möchtest, wenn du jetzt anfängst, finanziell dich zu entwickeln, dann werden vielleicht andere um dich herum dich nicht mehr so akzeptieren. Wenn du auf einmal anfängst, dich mit Krypto zu befassen, wenn du auf einmal anfängst, dich mit Mindset zu befassen, nicht saufen zu gehen am Wochenende, sondern vor dem PC zu sitzen und zu arbeiten, zu hustlen, zu grinden für deinen Erfolg, für deine Zukunft, für deine Familie. Wenn du das machst, werden am Anfang Menschen sich erstmal gegen dich stellen und es nicht verstehen, was du tust. Bis es offensichtlich wird. Bis du wirkliche Ergebnisse erzielst, die in der Außenwelt wahrnehmbar sind. Aber das, was in dir geschieht, das sehen die meisten nicht. Die meisten Leute sehen nur, was im Außen passiert. Deswegen sehen die meisten Menschen nicht die Niederlagen, die man einstecken musste. Die Nächte, die man saß am PC, vorm Handy und sich weiterentwickelt hat. Die Verluste, die man einfahren musste, das sehen die meisten nicht. Die meisten sehen nur das Endergebnis. Und dein Ziel muss es sein, dass du irgendwann dieses Endergebnis zeigen kannst. Aber um dieses Endergebnis zu zeigen, um diese Nacht zu erleben, über die du erfolgreich geworden bist, musst du erstmal ganz, ganz viele erfolglose Nächte erleben und ganz, ganz viel reinstecken, Verluste erzielen. Wir sind wie ein Bambus. Ein Bambus wird über Jahre gegossen. Jahre. Und es passiert gar nichts. Und innerhalb von einigen Tagen steigt es um mehrere Meter nach oben. Weil im Boden sich ein Wurzelwerk zurechtlegt, was man nicht sieht. Aber wenn es wächst, sieht man es. Genauso wie die Spitze des Eisbergs. Die sieht man nur. Was da drunter ist, sieht man nicht. Und die Spitze des Eisbergs ist dein persönlicher Erfolg, den man im Außen sieht. Autos, Uhren, Erfolg, schöne Essen, Reisen. Das sind die Dinge, die dann andere sehen. Aber das Wichtigste ist nicht das, was andere sehen. Das Wichtigste ist, was da drunter liegt. Was es überhaupt möglich macht, dass andere Menschen es sehen können. Und um nochmal diesen Lotto-Millionär und Selfmade-Millionär dazu zu ziehen. Der Lotto-Millionär hat ganz viel von diesen unsichtbaren Dingen, die meisten Leute nicht sehen und kommt daher wieder schnell an den Punkt, dass andere Leute es sehen. Wiederum ein Lotto-Millionär ausschließlich nur das hat, was andere Leute sehen, aber nicht die Stabilität, nicht das Fundament. Und wenn das oben weg ist und kein Fundament da ist, ist gar nichts da. Solange dein Fundament aber da ist, kannst du alles verlieren und du wirst immer wieder an diesen Punkt zurückkommen
und sogar noch viel weiter hinaus, weil dein Fundament immer stärker wird. Dein Fundament wird immer stabiler. Und darauf musst du dich fokussieren. Entscheide dich wirklich für Erfolg. Entscheide dich für ein Leben in Freiheit. Wir sind in einem Markt, mit dem es möglich ist. Es gibt keinen Markt auf dieser Welt, keine andere Möglichkeit auf dieser Welt, mit der es machbar ist, mit so wenig Aufwand eigentlich, das Leben nicht nur von sich, sondern für seine Familie und für Generationen danach für immer zu verändern. Und ich persönlich bin dazu bereit, alles zu riskieren für dieses Leben, für diese Chance, dass ich meinen Generationen, die nach mir kommen, ein besseres Leben anbieten kann. Das gibt es sonst nirgends auf dieser Welt, nirgends in diesem Markt. Und deswegen habe ich persönlich dieses Risikobewusstsein und diese Risikobereitschaft, die sehr, sehr hoch ist. Weil ich mir sage, lieber verliere ich alles und habe es versucht und habe all in mich damit befasst und bin dabei gewesen, wenn am Ende, keine Ahnung, CIA dahinter steckt oder irgendwer, und auf einmal stellt sich heraus, dass der Kryptomarkt doch nicht so war, wie wir alle denken, dann ist es so gewesen. Aber man war dabei und man hat diese Chance genutzt, die offensichtlich die größte Chance unseres Lebens ist. Aber die meisten Menschen wollen dieses Risiko nicht eingehen, sondern finden sich damit ab, wo sie aktuell stehen und denken, sie kommen nicht voran und denken, sie müssen nichts tun und werden irgendwann erfolgreich. Müssen vielleicht nur 100, 200 Euro investieren, machen daraus 100.000. Natürlich kann das passieren, aber die Erwartungshaltung ist die falsche. Die Erwartungshaltung darf nicht sein, ich investiere 100 Euro und ich mache daraus 100.000. Die Erwartungshaltung muss sein, warum kann ich nur 100 Dollar investieren? Was kann ich tun, um mehr Geld zu investieren? Um 100.000 zu investieren? Was kann ich dafür tun? Das ist der Unterschied zwischen einem Selfmade-Millionär und einem Lotto-Millionär. Jemand, der aus Skills und Können Millionen verdient hat und jemand, der aus Glück Millionen verdient hat. Verabschiede dich von der Person, die aus Glück versucht, Geld zu verdienen und werde zu der Person, die aufgrund von Skills, Können, Netzwerken und dem richtigen Mindset zur Million gekommen ist. Das waren die Worte des heutigen Uncut Talks. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video einen Daumen nach oben. Wenn du neu auf diesem Kanal bist und zukünftig nicht nur diese Uncut Talks nicht verpassen möchtest, sondern auch allgemein Content zum Crypto-Space bekommen willst, zu neuen Projekten, Marktupdates, Portfoliobewertungen, meine Meinung zu diversen Projekten und wie gesagt, das Wichtigste, das eigene Mindset, dann lass gerne ein Abo da, um in Zukunft keines meiner Videos zu verpassen. Und wenn du Bock bekommen hast, dir einige weitere Videos von mir anzuschauen, schau dir unbedingt hier die Uncut Talks an. Ja, bist du eine Stunde mit beschäftigt, aber du hast danach ein Bulletproof Mindset. Und hier ist nochmal das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Das war's auf jeden Fall für dieses Video. Wir sehen uns Montag im nächsten Marktupdate. Peace. Ciao, ciao.